Tag Nummer 19. Schauen wir mal. Da gehen wir nochmal hin. Die Autowerkstatt war super. Es war keine gute Nacht. Bruno hat die ganze Nacht geschlutzt. Okay, aber wir wurden nicht ausgeruht oder so. Ausgeruht. Ausgeraubt. Sehr müde. Ja, pass auf. Wir müssen jetzt einfach noch... Bruno? Wie geht das jetzt hier? Einen Moment. Also wir müssen jetzt irgendwie Brennmaterial halt herstellen. Wir treffen uns jetzt nochmal kurz alle hier oben, dann wird jetzt was gegessen. Der Bruno kocht jetzt was, der ist ja auch ein guter Koch. Ne? Das ist ja schon mal gut. Und dann, Slata. Naja, mal gucken, vielleicht könnte sie uns echt noch eine richtige Hilfe gewesen sein. Bruno kocht. Oh, sie ist ja auch sehr... Wir haben drei Betten. Ich muss mich mal dann weiter damit beschäftigen, was das hier bedeutet. Müssen wir dann irgendwie mal gucken. Bruno ist auch erstmal was. Lass die beiden nochmal ein bisschen reden. Ich kann aber auch mit ihr nicht mit ihm reden oder so, ne? Bruno, geh pennen, ey. Schon wieder jemand an der Tür. Wow. Okay, warte mal. Der handelt. Komm, die Slatter darf jetzt auch erstmal was essen. Mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie handeln können mit denen oder so. Okay. Oh. Ah, guck an. Oh, was sind das denn für zwei coole? Klasse. Komm, die Slatter, die kann doch auch kochen, oder? Oh nein, jetzt fehlt uns Wasser. Leute, jetzt wird's echt interessant, ey. Oh wei. Okay, die Slatter lassen wir jetzt erstmal schlafen. Das ist so mit eine der fittesten überhaupt noch. Auch. Aber mein Problem ist jetzt halt einfach, ich könnte eigentlich noch alles ein bisschen upgraden. Oh, was ist denn das? Ah. Okay, Temperaturprobleme haben wir ja nicht. Was ist das? Mixer. Ey, guck mal hier, Schießpulver. Kann ich da Pistolen herstellen, oder? Was ist das? Eine UV-Lampe. Ich würde das einfach mal bauen, ey. Haben wir denn hier unten mal was drin mittlerweile? Und irgendwo hat man doch auch noch Wasser hier. Da muss ich mal schnell gucken jetzt. Interessant. Stellt er jetzt den Mixer her? Beziehungsweise, wo stellt er den hin? Egal. Lass mal kurz gucken hier. Mach mal ein bisschen schneller. Ah. Herr ist sehr deprimiert, ne? Man sieht das halt. Er hat halt auch langsam keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Ja, macht sich halt mega Gedanken jetzt. Ja, guck mal, der geht überhaupt gar nicht vorwärts. Macht sich halt jetzt mega Gedanken. Warte mal, da war es das schon. Ach so, nee, das dauert. Okay, ja, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss echt mal wieder erst reinfinden. Nee. Was bedeutet denn das Zeichen? Das ist abbauen wahrscheinlich, oder? Das sieht für mich wie abbauen aus, kann das sein? Lass mal. Komm, der soll es jetzt auch hinlegen und schlafen. Ist egal. Okay, Bruno... Ist immer noch deprimiert.
Dann kann Bruno eigentlich mal gucken, ob wir da unten was, ob wir was gefangen haben. Das können wir ja nochmal noch schnell machen. Ich habe so eine Rattenfalle gemacht. Guck an. Ja. Auch deprimiert, ne? Macht natürlich nichts mehr, ey. Okay, sehr schön. Ja, Bruno, was machen wir denn mit dir jetzt? Ey, guck mal, was wir zu essen haben, Mann. Könnten wir höchstens mal gucken, ob der irgendwas herstellen kann. Nicht wirklich, ne? Ich glaube, ich kann auch momentan einfach nicht viel machen. Wir müssen den Tag beenden und müssen einfach mal gucken, was jetzt so die Nacht noch bringt, ja. Ja, ich muss aber halt wieder den Pavle nehmen. Ihr müsst Wache stehen, es tut mir leid. Und wir gehen jetzt nochmal in die Autowerkstatt, oder? Wir müssen nur versuchen, uns irgendwie vorbeizuschleichen. Ja, wir müssen einfach gucken, dass wir uns irgendwie vorbeischleichen können. Schauen wir mal. Tür geht auf. Ich hoffe jetzt nicht in die Richtung. Oh, ich hoffe jetzt... Nein! Warum? Okay, wir versuchen uns oben lang zu schleichen. Hier gibt's doch wohl irgendwas. Schauen wir mal. Ein Teddy. Wir müssen aufrüsten, das ist halt mein Problem. Was, wenn ich jetzt hier runterspringe? Das hören die doch, oder? Das hören die. Ich hoffe nicht, ey. Oh, shit. Es läuft echt verhältnismäßig schlecht, muss ich sagen. Aber danach haben wir auf jeden Fall erstmal die Autowerkstatt, glaube ich, ausgeräumt hier. Tabak. Ey, jetzt kann ich zwar Kippen herstellen, ne? Wobei es vielleicht nicht schlecht ist. Vielleicht auch für die Moral. Ja, das hebt wahrscheinlich die Stimmung dann wieder. Ich glaube, ich habe hier schon echt ausgeräumt, oder? Kann das sein? Wir gucken mal im Keller. Und ansonsten kann ich nur sagen, lass es uns einfach mal ausprobieren. Und wir versuchen mal... Ah, guck mal, hier ist noch mehr. Aber ich glaube, hier könnte ich schon gewesen sein. Ich glaube, hier war ich schon. Hab das schon alles leer geräumt. Ich weiß es aber nicht. Okay. Immerhin. Ich brauche viel mehr Holz. Ey, der Ressourcenverbrauch ist so heftig in dem Stellen. In dem Game. So krass. Ich meine, ja, soll ja anspruchsvoll sein, keine Frage. Aber es kommt mir manchmal echt ein bisschen unglaubwürdig vor, der Ressourcenverbrauch, den ihr da teilweise hast. Oh, hier, Leute, ey, hier geht's noch mehr ab, ey. Wasser ist gut, ey. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Ey, die kriegen nichts mit. Die sind, glaube ich, zu zweit oder zu dritt da oben. Die kriegen nichts mit gerade. Sehr gut. Das kannst du rausmachen. Tabak kannst du auch rausmachen. Wir brauchen unbedingt das Holz, ey. Brennstoff kannst du direkt nehmen. Was machen wir jetzt, ey? Mach den Dosenfraß weg. Nimm den Brennstoff noch direkt mit. Ey, krass. Okay, hier kommt man auf jeden Fall schon mal weit. Was ist das? Eine Zigarette.
Ha. Die brauchen wir auch noch. Ja, ich denke mal, das reicht so, oder? Ich würde sagen, es reicht. Boah, shit, Leute, guckt euch das an, ey. Ah, hier gibt's doch. Ich kann direkt nochmal hierher. Jetzt mal ohne Witz. Das Zeug ist halt mega wichtig, ey. Wir müssen den Tabak raus, Mann. Ohne Witz, ich kann direkt nochmal hierher und könnte direkt runter in den Keller. Nehmen wir erstmal das Wasser mit, das ist ein bisschen wichtiger. Oh, shit, ey. Ja, okay. Komm, wir machen uns zum Ausgang, ey. Wir rennen zum Ausgang. Das ist top. Das ist echt top. Leute, das ist genial. Der läuft jetzt nicht. Ich dachte jetzt schon. Okay. Schauen wir mal in der nächsten Episode, wie es weitergeht.